9 ganze Tage war ich persönlich nicht mehr in meiner eigenen Splinteraue. Umso mehr freut es mich, endlich das Spiel wieder einzuschalten und umso mehr freue ich mich, dass ihr tatsächlich diese Folge euch auch anschaut. Ich muss mich selbst wieder ein bisschen abholen und das tun wir hier zu Beginn, indem ich hier einfach die Maus drüber halte. Wir bauen die Brennholzhütte hier hinten auf. Stimmt, das hatte ich als letztes gemacht. Und wie immer ist der Blick auf die eigene Siedlung ganz atemberaubend. Ich finde es wirklich schön und gelungen mittlerweile sogar, also wirklich für den ersten Versuch hier, gerade in diesem Bereich. Ne? Also es hat sich sehr schön eingefügt. Es macht das Spiel natürlich auch relativ simpel, einem eine schöne Siedlung zu errichten, weil so vieles so autonom funktioniert. Ich für mich mache das Spiel gerade ein bisschen leiser und da können wir einsteigen und einfach mal gucken, was momentan so los ist. Denn lange habe ich es, wie gesagt, nicht mehr gespielt, aber ich habe schon Lust auf eine neue Folge Mannerlords und insofern heiße ich euch willkommen und wir gucken, was los ist und wir schauen mal ganz genau rein, während hier hinten der zweite Marktplatz hier entsteht. Der ist echt ein bisschen schiefer, als ich eigentlich gedacht hatte, während mein Spiel gerade komplett hängt. Und ich euch das nicht rausschneide, sondern entsprechend dann wieder mitnehme. Das ist schon... Also wenn man mal einfach in die Karte reingeht, ist es schon cool, dann wirklich zu sehen, wie die Topografie in den eigenen Gehöfen so ist, um ein Verständnis dafür zu bekommen, wo die Leute denn überhaupt lang gehen müssen. Hier ist der originäre erste Markt. Und wir gucken einfach mal. Vor allen Dingen muss ich mir vor Augen halten, wie viele Familien es momentan gibt. Wir haben Wohnraum. Oh, ein Banditenlager wurde entdeckt. Das ist spannend. Ich pausiere sofort, weil es so wenige gibt. Wo ist das? Oh, und das ist in unserer Nähe, oder? Moment. Ne, die Splinteraue ist hier. Das heißt, das ist meine originäre Ansicht. Und hier oben sind die Briganten. Es ist echt die Frage, ob ich hier hinziehe und ein bisschen was versuche abzugreifen. An Ruhm und Ehre, ein bisschen was an ich wollte schon Munition sagen, aber an Materialien oder Ähnlichem zu ergattern. Wie viele Banditen finden wir hier denn vor? Es sind nicht wenige. Das sind hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 möglicherweise. Es gibt schon ein gesondertes Interesse, hier einfach mal anzugreifen. Gerade mal gucken, ob hier die Bogenschützen irgendwo Sinn ergeben. Ist hier durchaus hier hinten erhöht, wenn wir von hier angreifen würden. Was machen die denn? Nichts Schlagkräftiges auf jeden Fall. Die Armee eines Gegners wurde gesichtet, beziehungsweise eines anderen Herrschers. Die Frage ist, wo die jetzt wieder rumturnen. Okay, die sind an der komplett anderen Ecke. In Hofstetten, wenn ich das richtig lese. Das ist soweit kein größeres Problem. Von der Splinteraue hier rüberziehen... wäre schon gut und gerne möglich. Wir haben Oktober. Es geht bald in den Winter. Armeetechnisch sind wir ja ganz gut aufgestellt. Gefolge noch nicht so ganz so groß. Aber ich glaube, wir ziehen einfach mal mit allen da hoch. Erstens, weil ich das wirklich jetzt nochmal sehen will. Ein Kampf habe ich noch selbst nicht ausgeführt. Ihr habt die sicherlich schon zu Genüge irgendwo gesehen. Aber es gibt schon den Wunsch auch tatsächlich... hier zum Erfolg zu kommen, einfach weil wir natürlich auch Einfluss haben wollen. Wir sammeln uns mal an der Stelle mit allen. Und sehen hier, wie alle Herren sich nun losbegeben. Sehr schön. Erhöhen hier das Tempo mal. Ich glaube, ich habe die erst sich hier oben irgendwo treffen lassen. Natürlich vergeben wir damit erstmal wieder ein bisschen Produktion im Ort auf, aber ich finde, das ist es wert. Wir sind... augenscheinlich überlegen, wenn ich das so richtig sehe. Wer kommt denn als letztes hier hinterher? Oh, das Gefolge ist schon sehr langsam. Warum sind die so langsam? Haben die irgendwelche Probleme? Müssen die noch Baumstämme mitschleppen? Die gehen sehr entspannt. Na, die hier aber auch. Okay, nee, dann lassen wir das einfach hier mal ein bisschen vorspulen.
Dann können die sich von mir aus sammeln. Gebäudeerweiterung abgeschlossen. Arbeitsbereich leer. Der Sammlerhütte. Oh ja, okay. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, eine Familie rauszunehmen. Allgemeines Lager ist voll. Aber ich konzentriere mich jetzt hier tatsächlich in der Folge. Das versuche ich jetzt einfach mal. Auf diese Truppen hier. Hier hinten kommen noch welche. Ah, die kommen wahrscheinlich aus dem Jagdlager. Dann warten wir noch gerne auf die. Und dann möchte ich eigentlich losziehen. Und wir gucken mal, wie es um das Banditenlager gestellt ist. Ja, manche unterhalten sich hier am Feuer, ahnen nichts Übles. Ich zähle nochmal durch auf die Schnelle. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zähle ich jetzt hier über die Schnelle. Und dann nochmal zurück zu unseren Truppen. Die sich nun zusammengetan haben. Und den Weg begehen können. Boah, hey, diese, also das ist ja wirklich langsam, das Gefolge. Die sollen auf jeden Fall nicht laufen. Na, ich lasse die hinterherkommen. Könnte übertrieben sein. Na, wir lassen die ziehen. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wo der günstigste Weg hierhin ist. Beziehungsweise wie wir gehen. Oh, es sind schon ein paar Meter, die wir hier gehen werden müssen. Nächste Hofstufe verfügbar. Also Hofstättenstufe, ihr entschuldigt. Oh, und die werden schon ein bisschen marschieren. Wir spulen aber mal vor. Auch die fünf werden wir... Ah, die sind zu müde zum Laufen. Die werden wir hier hochbegeben. Aber sie durchschreiten ja schon die Gebiete einigermaßen zügig. Gebäude fertig. Ja, die Sammlerhütte hier, wie gesagt, die haben natürlich jetzt den Stand. Gucken mal gerade auf unser Wildvorkommen. 15 von 40, alles okay. Und wir kommen momentan mit der Nahrung und mit den Brennstoffen 7 Monate weit. Es ist nicht sonderlich viel, aber zumindest kämen wir damit über den Winter. Und das dürfte sich ja eigentlich von da an nicht mehr reduzieren. Also wir kommen auf jeden Fall bis, was ist es denn dann, 1 Monat ist November? Ja, bis Mai. Und dann haben wir wieder Frühling. Und von daher bin ich da relativ entspannt, was das anbelangt. Weniger entspannt bin ich jetzt tatsächlich über meinen ersten Kampf, der hier potenziell im Raum steht. Wir spulen mal signifikant vor. Und dann geht es nämlich auch gut vorwärts mit denen. Die machen ihre Meter. Könnt ihr hier jetzt sehen. Wow, und dann werden uns Vorräte an Leder gestohlen. Gerade jetzt ist es dann wichtig, hier in den Kampf reinzugehen. Kommen hier gut durch den Wald. Gehen hier auf die Karte. Beziehungsweise auf den entsprechenden Teil. Und dann ist die Frage, lohnt es sich, aus dem Wald zu kommen? Ich habe das Spiel hier gerade mal pausiert. Das Problem ist, dass, wenn ich das topografisch sehe, das Ganze hier ein bisschen tiefer gelegen ist. Aber so viel höher ist man da hinten auch nicht. Ich glaube, es ist günstig, durch den Wald zu kommen. Insofern packe ich die Truppen hier nochmal an. Und schicke die hier in den Wald. Und die Frage ist, ob wir die Bogenschützen einfach mal versuchen, taktisch von hinten sich annähern zu lassen. Denn dann können die eigentlich ganz gut von hinten dann schießen. Das ist so meine blanke Theorie in dem Zusammenhang. Die teilen sich jetzt hier also auf, während unser Gefolge gerne noch in den Wald gehen kann. Auf der rechten Seite, bei den Speerkämpfern. Und dann hoffe ich natürlich nicht, dass sie entdeckt werden hier jetzt auf offener Flanke. Aber die bewegen sich, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Das gibt's ja nicht. Die kommen angelaufen. Ja, dann gibt es hier wirklich eine andere Theorie. Dann müssen wir uns jetzt hier mal umschauen. Denn dann haben die uns... Also die können uns ja nicht gesehen haben. Das finde ich dann ein bisschen unrealistisch.
Die Frage wird sein, nehme ich das Gefolge? Wobei die ganz hinten sind. Wie ist hier die Topografie? Oh ja. Oh, hier geht's mal munter runter. Die gerne dahin. Die Bogenschützen. Frage ist, haben wir hier irgendwo einen guten Blick? Und wo kommen die raus? Ich vermute mal, dass hier eine gute Position sein könnte. Aber ich muss natürlich gucken, was passiert. Ich würde die gerne erstmal hier oben platzieren und wir gucken, wie die sich hier bewegen. Und jetzt kommen sie auch nicht mehr angerannt. Aber sie kommen definitiv, um uns zu holen. Das steht mal fest. Wir lassen den Clash hier mal ein bisschen fortlaufen schon mal. Immerhin scheinen wir gut beisammen. Die kommen hier so links in der Richtung. Aber wenn die Bogenschützen sich jetzt hier irgendwo auf die Höhe, aber da ist zu viel bewaldet. Trotzdem würde ich die gerne jetzt hier hinziehen. Und dann müssten die hier entsprechend auch rüberkommen. Und das einigermaßen zügig. Das Gefolge auch hier hin. Und dann gucken wir uns erstmal hier gerade schnell die Möglichkeiten an, die wir mit allem haben. Insbesondere mit den Bogenschützen zu beginnen. Wir können uns zurückziehen, Geschossalarm auslösen. Soldaten halten Ausschau nach feindlichen Geschossen. Chance, diesen auszuweichen oder sie abzuwehren, wird verdoppelt. Nahkampfverteidigung wird halbiert. Glaube ich, ist kein Problem. Das sind keine Bogenschützen oder ähnliches. Ausgewogen, standhaft, versuchen die Stellung zu halten. Verteidigung verdoppelt, Häufigkeit der Angriffe halbiert. Oder stürmen. Feuerfrei. Anstatt eine koordinierte Salve abzufeuern, schießen die Soldaten direkt selbstständig auf den Feind. Erhöht auf kurze Distanz die Genauigkeit, aber ab der Hälfte der maximalen Reichweite nimmt die Genauigkeit ab. Okay. Wir harren der Dinge. Ich bin erstmal guter Dinge, was das Ganze hier anbelangt. Wir nehmen hier die Bogenschützen. Und versuchen zu schießen. Stellen sich auf. Unsere Speerkämpfer gehen eins vor. Oh, hier kommen die Pfeile. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt müssen wir natürlich uns um diejenigen kümmern. Ausgewogen. Ich glaube, standhaft ist eine gute Idee. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Hier ist es einigermaßen gerade. Versuchen hier nochmal ein bisschen vorzugehen. Ich glaube, die Stellung zu halten ist eine ganz gute Idee. Die hier ausgewogen. Und dann bitteschön. Wohin gehen sie? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Jetzt gehen die auf unsere Bogenschützen. Okay, das ist relativ schlecht gelaufen. Warum machen die nichts? Sollen auf jeden Fall angreifen, aber tun es nicht. Also das sieht irgendwie ziemlich mies aus. Wobei, haben die hier hinten noch welche? 19 Bogenschützen nur noch. 17. Und das ist wirklich ein ungünstiger Kampf jetzt hier, dass die auf unsere Bogenschützen losgegangen sind. Das ist so ein unfassbarer Fail.
dass die Bogenschützen gleich alle auch tatsächlich Geschichte sind. Und es sind noch 12 Briganten. 11. Und was ist jetzt? Flüchten die? Tatsächlich, der Kampf ist gewonnen. Die sind geflüchtet. Aber zu welchem Preis, muss ich tatsächlich fragen. Die Bogenschützen sind stark ramponiert. Oh, das ist bitter. Wir nehmen alle Mannen. Haben echt viele verloren. Und gehen hier auf das Banditenlager. Gerade mal mit voller Geschwindigkeit, um hier alles abzugreifen. Und 682 Einfluss haben wir jetzt in dem Moment. War der vorher auch schon da? Guck mal gerade, was passiert, wenn wir das Lager hier aufnehmen. Neue Nachricht. Die Habseligkeiten des Feindes sind durchsucht. Wir finden jede Menge Waren. Wir könnten sie unseren Leuten zukommen lassen. In die nächste Stadt oder in die Schatzkammer. Ja, wir schicken die in die Stadt. Das sieht ganz gut aus. Und dann bitte einfach alle nach Hause. Und zwar alle. Inklusive der Bogenschützen. Und zu Hause können wir die dann natürlich wieder auflösen. Übrigens schließen sich jetzt relativ viele hier kurzzeitig an. Ihr seht das. Weitere Familienmitglieder. Ist das Zufall durch den Monatswechsel? Ne, es sind schon sehr, sehr viele. Werden die aufgestockt? Okay, das beruhigt mich ein bisschen, weil sonst hätte ich jetzt tatsächlich überlegt, der Winter naht, das ist okay. Dann hätte ich wirklich überlegt, was wir mit den fehlenden Personen machen. Aber hier kommen irgendwie so viele Familienmitglieder neu mit rein. Das ist jetzt natürlich ein Stück weit unrealistisch. Oder kann mir irgendjemand erklären, woher dieser Gedanke kommt? Einfluss erhöht, 698. Lager sind voll. Wo sind denn unsere Truppen? Ah, die kommen wieder. Okay, die sind doch alle wieder da. Dann müsste ich die auch alle auflösen können, oder? Einheit auflösen und Einheit auflösen. Und dann kehren die nun wieder zurück zu ihrer Arbeit. Und dann können wir uns so langsam wieder um unsere Splinter Hour kümmern. Während wir übrigens tatsächlich zwei Ochsen sehen, ne? Also das ist ja eigentlich... Ah ne, das ist ein Pferd. Okay. Wo sind denn unsere Ochsen? Beide im Stall? Nichts zu transportieren. 6 Monate reicht hier unsere Vorräte noch. Das ist ein bisschen knapp. Da müssen wir noch ein bisschen aktiv werden. Unsere Mannen müssen zurückkommen. Aber gut. Wir harren der Dinge. Nächstes Familienmitglied schließt sich an. Viele Lager sind voll. Insbesondere ein Holzfällerlager hier. Aber wir können noch ein bisschen was bauen. Es gab ja tatsächlich die Thematik hier mit den Hofstätten hier hinten. Wir haben 30 Wohnraum und haben 28 Familien da. Ich würde noch eine errichten. Gerade mal schauen. Im Bereich der Wohngebäude. Weitere Hofstätte. Machen wir mal etwas breiter. Und so sieht es eigentlich ganz cool aus schon mal. Wird gebaut, dann kann der Ochse auch wieder raus. Overlay brauchen wir gerade keins ansonsten. Und wir schauen mal, ob wir noch ein paar Hofstätten aufleveln können. Einige gibt es schon auf Stufe 2. Hier ist auf Stufe 1. Ja, wir bauen mal ein bisschen aus. Es lohnt sich definitiv. Holz haben wir auch genug da. Bauholz 28, Bretter 34, genügend Stein.
Was uns ein bisschen fehlt, ist der Brennstoff. Es ist insofern gut, als dass wir hier die Brennholzhütte haben und hier eine Familie reinpacken können. Vielleicht sogar zwei. Und die brauchen sicherlich ein Arbeitsgebiet. Womit wir mal dieses hier auswählen. Jetzt ist die in Produktion und dann erhoffe ich mir schon einen großen Vorteil, was die Vorräte anbelangt. Nahrungstechnisch, was ist denn das Hauptproblem? Fleisch, ne? Beeren haben wir genug. Wir haben kein Honig und nichts zur Verfügung. Ist alles aufgebraucht. Oh, und hier wird tatsächlich das Gemüse eingesammelt. Sehe ich das richtig? So ist es. Die Frage ist, wo kommt es hin für den Moment? Das würde ich jetzt schon gerne mal sehen. Na, ein bisschen knapp animiert. Aber um Gottes Willen. Ich ärgere mich tatsächlich immer noch über die Positionierung meiner Bogenschützen und dass die so direkt angerannt wurden. Die standen da wirklich im Hang und ich habe die dann auch nicht weggezogen. So viel zum ersten Kampf. Keine Frage, das war nicht ordentlich. Oh, der sammelt schon sehr, sehr munter hier ein, ne? So, und was macht er jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Geht er hier einfach nur ins Haus? Oder er geht irgendwie ins Haus? Und irgendwann werden die das natürlich auch verkaufen wollen. Gerade mal gucken nach der Nahrung. Honig haben wir jetzt einmal. Wir müssten ja eigentlich Gemüse haben. Zumindest übrig. Das müssen wir dann auch mal gucken. Oh, es wird gut abgeerntet. Und da ist auch noch ein bisschen was zu tun, bis der Winter kommt. Und der kommt. Wir haben November. Räuber in der Nähe. 100 Tage sind es noch. Wir bereiten uns natürlich auf den Angriff vor. Brennholzstand ist fertig. Oh ja, sehr schön. Es regnet mal wieder. Der tut hier natürlich gut. Hier hinten die Hofstätte. Der Ausbau läuft. Nächster Brennholzstand. Zwei direkt gebaut. Na gut. Lassen wir das an der Stelle mal so wirken. Holzfällerlager ist voll. Da ist gerade Erhard, unser Ochse. Oh, ein Arbeitsbereich ist leer. Ach so, das waren die... Ja, okay. Das ist die Sammlerhütte. Das Gebäude wird pausiert in dem Sinne. Die Frage ist, wird dann weiter gehandelt auf dem Markt? Ich hoffe schon. Ja, und dann waren jetzt... Ah, okay, dann sind sofort die Bedürfnisse nicht erfüllt. Ja, naja, dann wird es natürlich nicht. Das ist unbefriedigend. Aber unser Brennstoffvorrat geht hoch. Das ist einigermaßen okay, natürlich. Gerade mal gucken, was unsere Miliz anbelangt. 5 von 36. Wir haben definitiv genügend Männer eigentlich. Aber nun denn. Hier hinten ist es echt mit dem Lebensmittelstand ein Thema. Kann das sein? Der Weg ist wirklich nicht weit. Er hat hier wirklich nur den kurzen Weg hin. Gerade mal gucken. Hier müsste ja irgendwo der Nahrungsstand mit Beeren sein. Im Lebensmittelstand wurde nichts gelagert. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das löst sich relativ zügig dann wieder. Ob das jetzt nur von dem einen Klick hier kam, ich vermag es nicht zu beurteilen. Na, wie viele sind denn unzufrieden? Na, irgendwie nur er hier. Daneben ist alles okay. Drei Arten von Nahrung vom Marktplatz. Und manche Ressourcen verschwinden, sobald es kalt wird und tauchen im Frühjahr wieder auf. Okay. Die Frage ist, verschwindet jetzt hier der Bereich? Es ist auf jeden Fall Dezember, der Winter ist da. Es darf schneien. 1000 Regionsvermögen. Im Speicher gibt es genug Beeren. Gab es eventuell noch einen Lebensmittelstand hier hinten? Ja, hier ist eigentlich alles da. Honig, Beeren, Fleisch und auch Gemüse. Oh, das ist schön zu sehen tatsächlich. Wird hier nur mit einem Überschuss angezeigt. Derzeitig angezeigt ist der Überschuss. Ja, und da ist es nur ein Gemüse. Und hier, das ist jetzt der gesamte. Ohne neue Familie ist da sehr schön. Das ist der gesamte Bestand. Ja, okay, da muss man immer ein bisschen drauf achten. Aber dadurch gibt es auf jeden Fall hier Gemüse. Das wird verkauft.
Und insofern haben wir natürlich hier über die Hofstätte und unseren Gemüsegarten eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, weitere Angebote in Sachen Nahrung zu etablieren. Hier hinten die Ecke gefällt mir auch mittlerweile richtig gut. Gerade mit diesem eingebundenen Marktplatz in der Mitte. Das ist ja doch eine eher sehr wahllose Konstruktion oder Planung meines Dorfes hier momentan. Geht eher so, jetzt muss ich gerade nochmal schnell nachschauen, während ich hier euch die Totale biete. Das geht eher in Richtung eines sogenannten Haufendorfes, wie man es früher genannt hat. Oh, 91 Personen sind da, das ist schon eine Menge. Interessant, dass davon nur 30 kämpfen. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, dass die sich wieder hier aufleveln. Oder ist das die Ausstattung? Ah ja, das ist die Ausstattung, Entschuldigung. Es sind natürlich 28 Personen da. Und es sind 28 Personen in der Sperrkämpfermiliz. Das heißt, wir müssten eigentlich ein paar Bögen importieren. Wir können das hier mal gerade uns anschauen. Das ist der Handelsposten. Hier der Handel. Wir bräuchten militärisch sicherlich Waffen. Und dann insbesondere Kriegsbögen. Ah, 15 ist schon mächtig. Als Import. Aber egal, wir brauchen sie. Wir nehmen mal 10 rein. Die werden dann sicherlich verteilt. Und dann freue ich mich eigentlich auf den Schnee. Welcher Arbeitsbereich ist leer? Wieder die Sammlerhütte. Okay, das ist kein Problem. Gerberei läuft. Wird gejagt. Da kommt der Schnee. Ah, wie schön. Nahrung. Wir haben Tierkadaver. Vorübergehende Ressource. Eine Familie hier aktiv. Der Bestand bei 16 von 40 in unserem üppigen Vorkommen. Ja, das ist okay. Und dann möge der Schnee so langsam auf unsere Splinteraue fallen. Na, eigentlich will ich euch damit alleine lassen, aber ich kann jetzt hier nicht die letzten 5 Minuten einfach nur den Schnee fallen sehen. Können aber mal ein bisschen beschleunigen und gucken, was passiert. Zufriedenheit bei 61%. Zumindest Anfang Dezember, das müsste sich noch steigern. 6 Monate hält hier die Nahrung, das ist nicht allzu viel. Na, da müssen wir eventuell auch noch mal ein bisschen was aufleveln. In Zukunft. Die Frage ist ja, was haben wir insbesondere an Möglichkeiten? Können Ziegenstall, der gibt uns heute erstellen, noch ein paar Eier, noch mehr Gemüse? Warum nicht noch einen Gemüsegarten irgendwo etablieren? Es wäre schon die Möglichkeit, hier irgendwo zu sagen, hier machen wir noch was, aber ich finde im hinteren Bereich vielleicht das Ganze ein bisschen schicker. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man sagt, wir errichten hier noch eine Hofstätte. Die wird hier hinten reingezogen und dann habe ich einen schön großen Bereich rücklinks. Ja, ich glaube, das plane ich hier direkt. Um hier dann noch einen Gemüsegarten zu setzen. Ich hoffe, ich denke dann zu gegebener Zeit dran. Können auch einfach ein bisschen vorspulen, dann klappt es vielleicht noch in dieser Folge. Um dann den Gemüsegarten anzulegen. Weitere Produktion nicht möglich. Oh ja. Also brennstofftechnisch ist alles gut. Dann können wir hier, die haben beide einen Stand errichtet. Können wir eine Familie rausnehmen. Das ist sonst zu viel. Und ich denke immer noch über die Taverne nach übrigens. Und ich weiß immer noch nicht genau wo. Irgendwo mittig eigentlich. Also sehr schön, jetzt beginnt es hier überall zu schneien. Es ist einfach fabelhaft schön. Das Dach der Kirche schon größtenteils belegt. Hier hinten, im hinteren Bereich insbesondere. Es geht ja, also sogar, dass hier dieser Durchgang dann entsprechend nicht belegt ist mit dem Schnee und hier hinten alles weiß wird. Und das als erstes. Da ächzt mein Computer tatsächlich nicht umsonst. Baumaterial da. Die Hofstätte wird errichtet. Und dann wird es tatsächlich in dieser Folge hier noch was. Denn die Hofstätte ist jetzt abgeschlossen. Und dann kann ich hier im Prinzip sagen, einmal den Gemüsegarten bitte hinten dran. Der Bau hat auch schon begonnen. Und natürlich kann da jetzt nichts passieren. Aber zu gegebener Zeit ist dann hier echt genug an Gemüse da. Hier wird ein Bedürfnis nach wie vor nicht erfüllt. Die bekommen keine Nahrung. Was haben die denn für Probleme? Und was ist das für eine Familie, die da wohnt? Die entasten einen Baum. Das ist das Holzfällerlager hier hinten. Nun gut. Vielleicht können die sich irgendwann selbst helfen.
Bögen kommen hinzu. Das werden wieder mehr. Wir sollten uns auch ausrüsten. Die Räuber kommen näher. Gerade mal schauen. Wir brauchen sicherlich auch Speere. Und werden die hier noch handeln? Wir müssen die Handelsroute einrichten. Oh, Handelsrichtlinie ist kein Handel. Was ist passiert? Ach so, ich muss importieren, klar. Wie viel brauchen wir denn? 16. Ja, auch da kaufen wir mal für 17 pro ein. Damit unsere Milizen entsprechend wieder ausgestattet sind. Denn 75 Tage sind dann doch nur noch so um die, ja, 2,5 Monate. Das ist nicht mehr sonderlich viel. Immerhin, wir kommen durch den Winter. Das ist also gesichert, wenn wir in den Kampf müssen. Und in dem sollten wir uns ein bisschen besser anstellen als beim letzten Mal. Das war ja töricht, was wir da gemacht haben. Das Schöne ist, ich kann die Folge abschließen, während ich STRG-C drücke, mit der Kinoansicht und mit der kompletten Ansicht auf unser Dorf, auf die Splinteraue. Wobei im Hintergrund ein bisschen das Schneetreiben noch zu sehen. Also das im Winter sieht schon atemberaubend schön aus. Ich wollte einfach mal wieder ein bisschen reinzocken. Das ist mir gelungen. Allerdings, kämpferisch, müssen wir wartend auf die Banditen noch einiges dazu lernen. Ich denke, ich habe genug gelernt beim ersten Mal. Das zweite Mal wird dann doch ein bisschen geschickter, obwohl die auf uns draufgestürmt kamen, ne? Was kann man noch besser machen? Wo sollten wir ran? Wann und wo wollt ihr die Taverne sehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Männerlords hier bei Let's Splinter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.